mit 18, das war ja dann so die 90er Jahre, da war ich so Techno-Szene, so, da war ich schon nur ein wilder Vogel und bin natürlich auch so in die illegalen Clubs gegangen, Kreuzberg und so, jede Woche. Also wenn man zu so einer gewissen Community gehörte, dann durfte man, also wurde man so, also früher gab es ja kein Internet oder so, sondern es war alles per Telefon oder per persönliche Absprache. Und dann war jede Woche in irgendeinem anderen besetzten Haus irgendwie eine Techno-Fete und so. Was mir aber sehr bewusst war, ist, dass ich keine Drogen nehme, weil meine Pflegeeltern mir auch immer gesagt haben, pass auf, nimm keine Drogen, weil du hast da eine Disposition, eine genetische, das könnte für dich gefährlich sein. Und daran habe ich mich auch gehalten. Ja, und deswegen war ich eigentlich immer mit klarem Kopf in der Szene unterwegs. Denkt man eigentlich gar nicht, dass ich da überhaupt unterwegs war. Also wenn man mich heute sieht, ich bin ja doch sehr ein ruhiger Mensch geworden, eher so häuslich und so. Aber das hat auch wahrscheinlich mit meinem Beruf als Rettungsassistent zu tun, dass ich natürlich die Abgründe auch gesehen habe. Ne? Ich habe ja die ganzen Drogenpatienten, in meinem Fall waren es ja dann Patienten, habe ich ja betreuen müssen, ne? Und sie dann gefahren mit dem Rettungswagen. Und das war dann für mich natürlich auch immer so ein Zeichen, da möchtest du eigentlich nicht hin. Du hast dann die Täter Beruf ja auch eine bewusste Gegenentscheidung zur Geschichte deiner leiblichen Eltern. Ja, genau. Weißt du, was aus denen geworden ist? Ja, und zwar als ich bei der Bundeswehr war, das war 96, hatte ich mal eine Phase, wo ich meine Eltern aufgesucht habe. Also es war so, dass in der Kinderzeit das Jugendamt bewusst entschieden hat, dass ich keinen Kontakt zu meinen richtigen Eltern aufnehmen darf, weil einfach die traumatischen Erinnerungen zu heftig sind und auch die Gefahr ist, dass es zu Konflikten kommt, einfach zu groß ist. Und im Nachhinein, also als Kind fand ich das mal natürlich ein bisschen doof, weil nichtsdestotrotz denkt man ja trotzdem an seine Eltern. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, es war eine goldrichtige Entscheidung vom Jugendamt. Also sie haben alles richtig gemacht. Und ja, und dann wie gesagt, als ich dann bei der Bundeswehr war, habe ich dann nochmal nachgeforscht und habe dann Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen. Und mein Vater vor seiner, also ich habe über das Jugendamt die Adresse rausgefunden und habe ihn dann quasi vor der Tür abgepasst, vor seiner Wohnungstür. Dem ist natürlich erstmal, der ist aus allen Wolken gefallen. Als ich ihm dann sagte, also, hallo, wie bin ich? Ich bin dein Sohn. Und dann gab es so eine Phase, wo wir dann auch so ein bisschen Kontakt hatten. Und da habe ich dann auch meine andere Halbschwester kennengelernt, die dann nach mir noch gekommen ist. Und es war aber immer ein schwieriges Verhältnis. Dann habe ich meinen Vater noch während einer schweren Krebserkrankung begleitet. Und also in seiner schweren Zeit, das war, stand also auch ein bisschen auf Kopf, sein Leben, also es war schon stark gefährdet. Und als er dann aber so weitestgehend wieder genesen war, habe ich mich doch entschieden, den Kontakt abzubrechen, weil es einfach für meine Gesundheit einfach besser ist. Und meine Mutter, die wohnt in Hannover, die wohnt auch heute noch in Hannover, die habe ich auch besucht. Und habe dann meine anderen Halbgeschwister kennengelernt, die waren aber noch sehr klein, die waren so 11 und 10, 11 so. Und da habe ich sie besucht und das war eine verrückte Geschichte. Ich war bei der Bundeswehr und damit meine Mutter mich erkennt, habe ich, als ich sie dann in Hannover besucht habe, habe ich meine Bundeswehruniform angezogen. Habe ihr gesagt, also ich, wenn ich dann zu der Uhrzeit dich treffe, dann habe ich die und die Uniform an und daran erkennst du mich. Und dann stand ich am Hauptbahnhof von Hannover und dann kam ein wildes Rockerpaar auf mich zugelaufen und das war dann meine Mutter mit ihrem neuen Freund und die waren gehörten weiterhin zur Junkie-Szene und das war also schon ein sehr verrücktes Bild. Also wir drei dann in der Straßenbahn saßen, das Rockerpärchen und der Bundeswehrsoldat, die Leute haben natürlich geguckt und waren etwas irritiert. Und die Wohnung war eigentlich ganz schön eingerichtet, eigentlich sogar sehr gepflegt, hätte ich gar nicht gedacht. Aber meine Mutter hat sich doch rausgestellt, war doch sehr durch die Drogen
einfach auch sehr zerstört irgendwie. Und ja, das tat mir natürlich auch meine Halbgeschwister auch ein bisschen natürlich leid. Aber ich merkte schon, dass sie einigermaßen versorgt sind und dass ich da jetzt keine weiteren Schritte einleiten muss. Und ich wusste auch, dass es da noch Familienangehörige gibt, die sich da auch noch drum kümmern. Und dann war das für mich auch eine bewusste Entscheidung nach ein paar Besuchen, dass ich auch den Kontakt abbrechen möchte. Und ich habe aber natürlich, wie ich so bin, natürlich auch Fragen gestellt zur Vergangenheit. Und das wurde alles schön geredet und auch gar nicht irgendwie weiter wahrgenommen. Und das hat mich doch auch so verletzt. Ich hätte doch erwartet, dass zumindest eine gewisse Trauer darüber existiert oder mal so kommt, Mensch Olli, das tut mir leid, oder es hätte anders laufen können, aber da kam nichts. Und da habe ich dann gesagt, das ist für mich besser, wenn ich einfach die Kontakte zu meiner Familie abbreche.